glaube, das war's, oder? Ich sehe niemanden mehr. Ach, da hinten. Komm mit, Verbündeter, komm mit. Halt, vorbeigeflogen. Guten Tag. Ich bin hier, um ihren Treib ein Ende zu setzen. So, gar kein Problem. Das nehme ich mal mit. So, dann hier das wieder einsammeln. Das war's. Okay, dann können wir wieder gehen. Und können jetzt Bescheid sagen, dass wir das feindliche Reich eingenommen haben. Und dass wir außerdem ein cooles Dings bekommen haben, mit dem wir jetzt immer die Atmosphäre erhöhen können. Das gefällt mir echt. Ich dachte erst, dass wir nur so ein Eimer benutzen Ding. Was nicht so cool gewesen wäre. Aber sowas ist echt cool. Ich bin begeistert. So. Schreckliche Geräusche. Danke fürs Geld. Ja, das ist eigentlich ein guter Preis, würde ich sagen. So, möchtest du denn jetzt zusammenarbeiten? Wir haben die Gedärme in dieser Sache befragt. Was? Und jetzt, wo wieder alles geputzt ist, können wir dir mit Freuden mitteilen, dass sie ja gesagt haben, ist ja ekelhaft. Ach, wir haben jetzt ein Schiff von denen. Gut, wir haben ein Bündnis und noch einen Verbündeten. Sehr schön. So, Mini-Glücksstrahl, du hast zwei Bündnisse geschlossen. Ich frage mich, was wir mit diesen Plakettenpunkten machen können. Die werden immer schön angezeigt, wenn wir die bekommen. Was wir damit machen können, weiß ich nicht. Wo ist eigentlich Kilnas? Hat nur noch diesen Planeten. Ich möchte mal kurz was schauen. Ich muss mich erstmal aufladen. Dann werde ich schauen. Hier ist andauernd aufgeladen. Das ist echt nervig. Hallo. Laser. Interessant, aber ich glaube erstmal nicht. Mal sehen, können wir Kilnas jetzt komplett eliminieren von diesem Planeten, von dieser Galaxie? Das war nämlich schon ein schwieriger Planet, ich erinnere mich. Ich hoffe, die verteidigen mich, während ich hier angreife. Wahrscheinlich eher nicht so. Ich sehe nichts. Also echt laut, wenn man hier kämpft. Ich muss erstmal die ganzen Schiffe von denen beseitigen, bevor ich es einnehme. Oh, es ist laut. Oh, so ein anderer Verbündeter ist gerade gestorben. Okay. So, eine Stadt weg. So, wo ist die nächste? Ist das eigentlich ein T2-Planet? Ja, deswegen gibt es hier so viele Städte. Ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Nein, das schaffen wir noch nicht. Moment, wir können aber die Piraten rufen. Vielleicht können die uns helfen. Ich teste es mal. Ich meine, was wir haben, können wir auch einsetzen. Ich warte kurz. Oh, die mögen uns überhaupt nicht. So kein bisschen.
Hoffnung existiert noch, würde ich mal sagen. Irgendwo kommt jemand. Ach, da. Hey, flieg nicht weg. Okay, dann flieg weg. Ziel außer Reichweite stimmt doch gar nicht. Brauchst halt extrem viel Energie. Das ist nicht ganz so toll. So, die ergeben sich. Aua. Wir müssen gleich mal irgendwo tanken fahren. Und zwar jetzt. Ich komme gleich wieder, bleibt schön hier. Eventuell könnten wir es schaffen. Hallo, ich möchte mal gerne bei euch tanken. Ich beseitige nämlich gerade die Plage aus dem Weltraum. So, mach's gut, vielen Dank. Und dann wieder hier. Da beschießen die uns gleich, werden uns eigentlich auch gleich nochmal einen Verbündeten holen können, aber naja. So, bei welcher Stadt waren wir? Waren wir hier? Nein, da unten, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir. Oh. Nein, da waren wir nicht. Wir waren da. Ach, die Eingenommenen haben einen Haken über dem... über der Stadt, den man kaum erkennt. Okay. Das habe ich nicht vernommen. Ich würde den gern einnehmen, wenn es funktioniert. Oh, funktioniert nicht. Naja. So, was ist das hier eigentlich für eine Kiste? Können wir einnehmen? Was ist das? Hm, keine Ahnung. Halt, da ist auch jemand. Hilfe! So, ein... So. Aufsammeln. Also, als nächstes fliegen wir zu dieser Stadt. Das dürfte schwierig werden, weil die noch Geschütztürme haben. Oh, da schießen sie gleich. Wir sehen, unser Verbündeter springt gerade in den Tod. Während wir die von außen schön beschießen. Tu nichts Dummes. Was ist da? Blau. Ein Fehler in der Matrix. Und da haben wir noch ein Schifflein. Tschüss, Schifflein. So. Dann nehmen wir mal wieder ein. Du machst wieder Häuser kaputt. Ich glaube, das bringt echt viel. Warte mal, bis du erst das Haus kaputt machst. Der hat voll die starken Angriffe. Was ist das? Wir haben voll die Popelangriffe. Kommt da wieder jemand? Irgendwas? Ach nein, das ist er. Er ist dieser blaue, nervös fliegende Punkt. Okay. Ich möchte euch einnehmen und nicht zerstören. Ah, sehr schön. Da kommen wieder neue Schiffe. Ha, 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 ha. Tja, ihr merkt schon, ich werde besser. Jetzt lassen wir uns nicht mehr so einfach einnehmen. Ihr habt damit angefangen, jetzt müsst ihr eure, die Konsequenzen auch tragen für euer Handeln. So. Du machst wieder die Häuser kaputt. Eine eingehen nach deiner Kolonie. Per 2. Per 2 kannst du selbst verteidigen, da bin ich sehr sicher. Erstmal ein paar Häuser wegmachen, ich glaube, das ist am effektivsten. Interessant ist, dass sie uns gar nicht mehr hassen können, glaube ich. Deswegen kommt da immer nur diese ausgegrauten Minuszeichen, weil es nichts mehr bringt.
So, jetzt heißt wieder vorsichtig schießen. Oh. Naja, das war wieder eins zu viel. So, die nächste Kolonie da hinten. Die schicken gerade ihr neues Schiff los, ich sehe es. Aber es kommt nicht her. Erstmal. Haben wir hier... Ah, Verteidigungstürme gibt's. Wir lassen unseren Kumpel wieder hinfliegen. Und dann greife ich schnell an. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Es gibt nur noch zwei Türme. Oh, wir müssen bald hier tanken gehen. Ich gehe erstmal schnell tanken. Und außerdem hole ich mir ein neues Schiff. Also einen neuen Verbündeten. Mach's gut, mach's gut, mach's gut. Haha, Idioten. Aber die treffen uns kaum noch. Das Problem ist wirklich nur unsere Energie, weil wir so viel verballern. Ein Schiff, danke. Ciao. Oh, Igor. Und wieder hierher. Und wieder da drauf. So, weiter geht's. Das lustige Rumgeschieße. Achso, wir haben wieder zwei Schiffe hier. Sie sich nicht selbst ergeben, so ein paar Idioten. Da lassen die lieber das komplette Reich einnehmen und zerschießen, anstatt sich zu ergeben. So, hier dürfte nur noch... Ah, eins. Haben sie umgebaut. Das war gerade eben nicht dort. Achso. Mal sehen, ob wir es schaffen, die zur Kapitulation zu bringen. Vielleicht kann man auch nur zwei Städte zur Kapitulation bringen. Was ist das für ein Planet? Warte. T2. Also müsste man doch theoretisch drei zur Kapitulation bringen können. Naja, wir werden es ja sehen. Ich mache mal ganz kurz den Scan aus, der nervt mich ein bisschen. Bitte zerstört die Stadt nicht. Ah, sehr schön, okay. Okay, wenn wir die Gebäude zerstören und nicht direkt die... nicht direkt das Zentrum, können wir die besser einnehmen, alles klar. Das merke ich mir. Aber wir haben jetzt schon drei Kapitulationsstädte. Ich glaube, mehr geht nicht. Oh, ein neues Schiff. Oh, nochmal alle Ressourcen ausgefahren, oder was? Hört man eigentlich meine Maus geklicke? Es ist laut. Ich sollte aufhören zu reden, wenn es so laut ist. Oh, die erwischen mich von hier aus. Das hätte ich nicht gedacht. So. Dann werden wir mal die Leute von hier beseitigen. Das müssen wir aber auch ein bisschen angreifen, sonst bringt das nicht so viel. Kurz vorher aufhören, würde ich sagen. Also bevor das zerstört ist. Der Schlag gegen das Kilnersreich. Ich bin noch richtig stolz, dass wir die endlich beseitigen aus dem Weltall. Die waren echt eine Plage. Die Plage des Weltalls. So, erobern. Und ciao. Und ich glaube, damit haben wir Kilnas komplett aus der Galaxie beseitigt. Juppi! Militärische Mittel. Sehr schön. So, Glückwunsch. Ich lade mich hier schnell auf. Da fliegt noch einer weg und dann machen wir den Scanner wieder an. Und ich hoffe echt, dass die auf PR2 keine Probleme haben. Ich fliege hier noch schnell die Route ab, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Nein,